Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Vielen, vielen Dank an all die Einsendungen auf Twitter. Wer es nicht mitbekommen hat, darf mir gerne jetzt auf Twitter folgen. Ich habe nach den besten Gründen gefragt, Black Ops Cold War nicht zu kaufen. Ich plane ein witziges Video darüber. Und ich habe einige Einsendungen bei Twitter bekommen. Das heißt, wenn ihr daran teilnehmen wollt und eure Meinung äußern wollt, einmal Twitter Shepper-Feuer, edit mich, folgt mir da, schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Beitrag von mir. Die besten Einsendungen werden im nächsten Video gefeatured. Ihr werdet das dann auf jeden Fall sehen. Also Leute, Schluss mit der Werbung, auf geht's. Übrigens, kurze Info für euch. Ich habe ein Paket bekommen. Mehr kann ich euch hier leider noch nicht so ganz zeigen. In diesem Paket ist ein möglicherweise neuer Werbepartner von mir. Und ihr wisst, ich bin da relativ vorsichtig. Ineba als Werbepartner habe ich und Nick, der die geilsten Controller der Welt macht. Mein Review zu diesem Paket mit Öffnen und allem Möglichen werde ich euch auch noch am Montag oder Dienstag präsentieren. Das heißt, seid auf jeden Fall gespannt. Heute soll es aber wieder um eine In-der-Folge gehen. Diese Folge mache ich seit, ich glaube, 3 Jahren mittlerweile. Im amerikanischen Bereich, Drifter, Exclusive Ace, all diese Leute machen das ebenfalls. Im deutschen Bereich habe ich leider festgestellt, dass es nicht viele gibt, die das wirklich machen. Deshalb mache ich das gerne. Ich bewerte und betrachte Perks, Maps, Waffen, alles Mögliche, gebe euch alle statistischen Infos, ein, zwei Vorschläge dazu und sorge dafür, dass ihr in-game immer wisst, mit welcher Waffe ihr was machen könnt, welche Waffe ist wie stark. Der Unterschied zwischen dem, was statistisch ist und dem, was man im Game fühlt, jeder Gamer weiß das, ist ja immer etwas anders. Zum Beispiel habe ich die XMC als absolut geilste Waffe in Black Ops 3 gesehen. Selbst als sie genervt wurde, war es für mich immer noch die geilste Waffe. Rein statistisch gesehen gab es 2, 3, 4 Waffen, die schneller gekillt haben, weniger Rückstoß hatten. Trotzdem hatte ich das Gefühl, diese Waffe passt am besten zu mir. Und genauso ist das in jedem COD. Jeder von euch hat ein anderes Aim, jeder von euch spielt anders. Dementsprechend sind Waffen einfach immer sehr subjektiv gesehen, gut oder schlecht. Ich habe heute für euch die M16 dabei. Und damit ihr euch darauf konzentrieren könnt, bin ich jetzt weg, aber ihr hört mir trotzdem zu. Die M16 ist, und das kann man glaube ich sagen, ohne eine große Diskussion führen zu müssen, zusammen mit der AUG und der MP5, selbst nach dem Nerf, eine der 3 besten Waffen im Game. Keine Waffe killt so schnell wie die M16 und killt so schnell wie die AUG. Beides sind im Prinzip Zwillingswaffen, die fast die gleichen Stats haben, und heute wollen wir uns dann um die M16 alleine kümmern. Die M16 kommt mit einem Schaden von 50 bis 40, das bedeutet bis 21,5 Meter, das ist auf den kleinen Karten, die wir haben, relativ weit, das heißt man kann sie fast überall spielen, hat sie ein Schadenprofil von 50 pro Schuss. Pro Salve, die ihr abfeuert, habt ihr 3 Schuss. Das heißt 3x50, ein Burst sind 150 Leben. Wenn jemand keine Panzerung spielt als Streak, ihr killt also mit einem Burst. Ab 21,5 Meter habt ihr ein Schadenprofil von 40. Das bedeutet, wenn ihr alle 3 Schüsse aus dem Burst trefft, auf einer Reichweite von mehr als 21,5 Metern, habt ihr 120 Schaden nur, müsst also noch ein Burst hinterher feuern. Aus kurzer Distanz hilft euch ein Headshot in dem Fall nicht, weil ihr mit 3 richtigen Treffern auf dem Brustkörper, auf dem Brustkorb, auf die Arme, auf die Füße automatisch 150 Schaden macht. Macht ihr einen Headshot mit dem Multiplier von 1,6 auf Entfernung, reicht es auch dort mit einem Burst, selbst über 21,5 Meter. Die M16 schießt mit relativ schnell 900 Rounds per Minute, das heißt 900 Schuss pro Minute könnte diese Waffe abfeuern, wenn man sie in der Theorie nicht nachladen müsste, kein gar nichts. Schuss pro Minute ist immer die Feuerrate, die man für Schusswaffen angibt, dabei ignoriert man den Fakt, dass man natürlich immer Zeit zwischendurch braucht für den Burst Delay, den man hat, fürs Nachladen, Zielen und. Wir haben, was in diesem Game wichtiger ist als in jedem anderen COD-Game, eine Bullet Velocity, das heißt eine Projektilgeschwindigkeit von 725 Millisekunden. Umso höher diese Geschwindigkeit ist, umso schneller connecten die Schüsse. Wenn wir Games haben, wie Black Ops 4 zum Beispiel, anfangs mit Hitscan, sind diese Bullet Velocity-Zahlen relativ unwichtig. Hier ist es aber so, umso höher die Bullet Velocity ist, umso schneller connecten die Schüsse und umso weniger habt ihr das Gefühl, dass ihr zum Beispiel auf einem schlechten Server spielt oder eure Verbindung schlecht ist.
ist, euer Ping schlecht ist. Bei 900 Rounds per Minute, sprich 900 Schuss pro Minute, haben wir ein Burst Delay von 235 Millisekunden. Dieser Burst Delay ist genau diese Zeit, die ihr braucht zwischen dem ersten Burst, den ihr abfeuern könnt, und dem zweiten Mal, dass die M16 auf euren Kommentar, auf euren Befehl reagiert. Es gibt dabei verschiedene Aufsätze, die die Feuerrate erhöhen, die werde ich euch nachher einmal ganz kurz vorstellen. Es gibt aber keinen Aufsatz, der den Delay verzögert. Das bedeutet also, ihr könnt Aufsätze für höhere Feuerrate machen, dann habt ihr etwas mehr als diese 900 Rounds per Minute, aber ihr könnt den Burst Delay mit keinem Aufsatz verkürzen. Ich habe es anfangs einmal erwähnt, die Time to Kill von der M16 ist die mit Abstand schnellste mit der AUG zusammen im ganzen Game. Wenn ihr einen Gegner One-Burstet, habt ihr eine Time to Kill, das heißt die Zeit, die es vom ersten Treffer an dauert, bis er stirbt, von 132 Millisekunden. Keine einzige Shotgun, nichts in diesem Spiel kommt annähernd an diese Zeit ran, es sei denn, ihr trefft mit der Sniper den Headshot. Braucht ihr statt dem einen Burst aber den zweiten Burst, weil eine von den drei Schüssen aus dem ersten Burst nicht trifft oder irgendwo gegen eine Deckung knallt oder, habt ihr ein Time to Kill von 433 Millisekunden. 433 Millisekunden ist eher am weiteren Ende der Sturmgewehre, dementsprechend nicht mehr so schnell. Mit 132 Millisekunden knallt ihr aber jeden Gegner, ohne dass er sich wehren kann, aus dem Universum. Dazu kommt eine der krassen Stärken von der M16 und von der AUG gleichermaßen, egal welche Aufsätze ihr nehmt. Selbst die Aufsätze, die dafür sorgen, dass ihr mehr Rückstoß bekommt, der Rückstoß der M16 generell ist so gut wie nicht vorhanden. Das bedeutet, auch auf sehr, sehr Long-Range-Schüsse könnt ihr euch wirklich darauf vertrauen, dass diese Schüsse meistens sitzen, wenn ihr einigermaßen vernünftiges Aim habt. Wir haben eine ADS-Time, sprich Aim-Down-Zeit, übersetzt, wie schnell ist die Waffe, wenn ich L1 drücke im Visier, von 350 Millisekunden. Das ist relativ Standard, ist nicht allzu gut, nicht allzu schlecht, für Sturmgewehre, Taktikgewehre absolut in Ordnung. Das könnt ihr mit verschiedenen Perks oder Aufsätzen auch noch verschnellern, während wir eine Sprint-Out-Time von 250 Millisekunden haben. Das heißt, wenn ihr im Sprint seid und dann kein Gung-Ho benutzt, will man ja wissen, wie schnell kann diese Waffe aus dem Sprint eigentlich feuern. 250 Millisekunden ist fast der Wert, den einige SMGs haben, dementsprechend relativ schnell sogar. Schaut man sich die Iron Sights von der M16 an oder beziehungsweise das Iron Sight, wir werden mit Sicherheit noch über die Zeit jetzt Blueprint-Varianten bekommen, wo sich die Visiere nochmal ändern, muss man feststellen, dass das Iron Sight nicht das schönste offene ist, was man irgendwie hat, aber auf den kleinen Maps in Black Ops Cold War, und es ist egal, welche man da nimmt, alle kleinen Maps sind nun mal so aufgebaut, dass man nicht allzu viel Gunfights auf Entfernung hat, sondern meistens eher auf kurze Entfernung, und die Iron Sight oder das Iron Sight von der M16 ist meiner Meinung nach absolut ausreichend und man braucht nicht mal einen von seinen 5 Aufsatzplätzen für ein Visier opfern. Wenn man sich die ganzen Statistiken anguckt, die ganzen Zahlen von der M16, das Handling davon, die Aufsatzvarianten, kommt man nicht um den Eindruck umher, dass es irgendwie ziemlich krasse Sturmgewehr sein muss. Es ist aber eigentlich nur eine Semi-Auto-Burst-Waffe. Dazu kommt die Tatsache, dass ihr es mit Sicherheit in euren Lobbys schon festgestellt habt. Wenn ihr Black Ops Cold War zockt, mehr als 2-3 Runden, werdet ihr nicht drum herum kommen, dass 80-90% eurer Gegner eine MP5 spielen, eine AUG oder die M16. Die AUG und die M16 sind von Treyarch vor über eineinhalb Wochen schon mal runtergenervt worden und es hat im Endeffekt auf den Schaden, auf die Reichweite fast gar keinen Einfluss gehabt. Es ist immer noch so, dass fast jeder diese Waffen spielt und der Grund dahinter ist, dass sie statistisch die besten Waffen sind, vom Handling die besten Waffen sind und einfach jeder mit diesem Pool von Skill-Based Matchmaking Games irgendwie möglichst positiv gehen will, was automatisch dafür sorgt, dass alle Leute die gleiche Waffe spielen. Wenn ihr jetzt noch eine Empfehlung für die Klasse, für die meiner Meinung nach beste M16-Klasse im Black Ops Cold War wollt, werde ich euch das jetzt einmal zeigen und einmal in Kurzform durchführen. Als Lauf nehmen wir die Qualitätsausführung 20,5 Zoll, 100% effektive Schadensreichweite, das heißt, ihr verlängert eure One-Burst-Fähigkeit um das Doppelte und habt nur den ein Manko, dass ihr 5% weniger Bewegungstempo beim Sprinten habt, was nicht so schlimm ist, weil viele von euch sowieso Double-Tappen oder eine Pistol oder Shotgun als Semi dabei haben. Als Körper nehmen wir, weil das die einzige Schwäche ist, die die Waffe wirklich hat, den SWAT 5mm Lasermarkierer, 40% Prezi beim Feuern aus der Hüfte und nur 8% weniger ZV-Geschwindigkeit.
Dazu nehmen wir den Infiltratorgriff. Nur drei Po-Teile, die wir haben, die wir unbedingt haben wollen. 5% Bewegungstempo, 5% Bewegungstempo beim Feuern, 5% Lauftempo beim Zielen. Das ist für mich der beste Unterlauf, den wir hier haben. Solltet ihr sagen, dass euch diese drei Vorteile nicht ausreichen, könnt ihr es gerne weglassen und stattdessen auch eins der Visiere nehmen, falls ihr mit dem Ironsight nicht zurechtkommt. Dazu spiele ich mit dem 45er Schussmagazin. 50% mehr Magazinkapazität, 50% maximale Anfangsmunition, 50% Kapazität insgesamt. Ihr braucht keinen Plünderer als Perk dabei. 10% weniger Nachladetempo ist in dem Fall gar nicht schlimm, weil 45 Schuss 15 Bursts sind. Das reicht bei gutem Aim für 6 bis 7 Gegner. Und als letzten Aufsatz kann ich nur den Taktikschaft empfehlen. 65% Lauftempo beim Zielen. Das ist ein richtiger Schaft, wie man ihn aus anderen CODs kennt. Es gibt keinen Grund für mich, diesen Aufsatz nicht mitzunehmen. Wie wir sehen, Leute, mit den richtigen Aufsätzen könnt ihr auch noch euer Hipfire Accuracy, das heißt die Präzision aus dem Hüftfeuer, erhöhen. Ihr könnt diese Waffe zu einem absoluten Allrounder machen. Eine Waffe, die Shotgun schlägt, die Sniper schlägt, die Sturmgewehre schlägt, die SMGs schlägt. Leute mit Messer haben aus kurzer Entfernung keine Chance. Die M16 ist mit Abstand die stärkste Waffe mit der AUG zusammen und ich bin der Meinung, dass die AUG, auch die MP5 und die M16 vor allen Dingen definitiv einen Nerf bräuchten oder alle anderen, was mehr Aufwand ist, wären einfach besser gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch ein bisschen was darüber beigebracht. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich bin raus, haut rein.